die nicht kapieren, dieses Nebeneinander, der Manager auf der einen Seite und die Kassiererin auf der anderen Seite, das droht eine Gesellschaft wie die unsere zu zerreißen. Und deshalb sage ich, wer nicht wirklich bereit ist, über die Ursachen dieser Krise zu reden und Konsequenzen daraus zu ziehen, wer schnellstmöglich, wie die Kanzlerin in Bild-Zeitungs-Interview gesagt hat, wer schnellstmöglich will, zurück zu den alten Wegen, wer ein weiter so empfiehlt in dieser Krise, der legt die Axt an die soziale Balance dieser Gesellschaft. Und deshalb, meine Damen und Herren, das Spaßgeld nicht regieren nach dem 27. September. Sozialdemokraten sind nicht unfehlbar. Natürlich nicht. Aber ich lege Wert darauf, unser Kompass, der funktioniert, und wir haben gestanden, auch in dieser Krise und über diese Krise hinaus. Wir haben gestanden, meine Freunde, meine Damen und Herren, wir haben gestanden an der Seite der Menschen. Wer hat denn gegen viele öffentliche Kritik dafür gekämpft, dass in diesem Land, als die Krise über uns hereinbrach, ein Konjunkturprogramm verabschiedet wird? Wer hat denn dafür gesorgt, Herbert, dass im Zusammenwirken von Sozialdemokraten im Bund und bei den Städten und Gemeinden, wer hat dafür gesorgt, dass das ein Investitionsprogramm maßgeschneidert wird, mit dem jetzt in den Ferien Kitas, Kindergärten, Schulen saniert werden konnten? Sozialdemokraten, meine Damen und Herren. Und ich bin ja hier in einem Autoland. Wer hat denn die Nase, wer hat das Gesicht dafür hingehalten, als die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie zu bröckeln begannen, gefährdet wurden? Wer hat sich denn der Kritik gegen die Umweltprämie, gegen die Abwrackprämie gestellt? Und wer hat gesagt, wenn das denn stimmt, dass die Automobilindustrie das Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft ist, dann müssen wir was tun für diese Branche? Sozialdemokraten war das, meine Damen und Herren. Und wer hat denn dafür gesorgt, dass Kurzarbeit verlängert wurde, attraktiver gemacht wurde für die Unternehmen, dass sie auch genutzt werden konnte? Wer hat dafür gesorgt, dass nach 3-0-Runden bei den Renten nicht eine weitere drohte oder sogar Renten gekürzt werden mussten? Alle, Olaf Scholz, ich danke dir für deine Vorschläge. Du hast dafür gesorgt, dass es in diesem Land weiter zur Stärkung geht. Und deshalb sage ich ganz selbstbewusst, das waren wir, das waren Sozialdemokraten, und ohne SPD, liebe Freunde, ohne SPD, sehe dieses Land nach 10 Monaten Krise schon anders aus. Ohne uns wären heute nicht 100.000 in Kurzarbeit, schlimm genug. Aber 100.000 oder 1 Million wären in Arbeitslosigkeit. Das haben wir verhindert. Wir haben verhindert, dass diese Krise keine Schneise der Verwüstung durch Deutschland schlägt. Und das war das Werk von Sozialdemokraten, von Olaf Scholz, Peer Steinbrück, vielen anderen, auch dem sozialdemokratischen Vizekanzler. Ich bin stolz drauf, das sage ich euch.